Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier jetzt gerade im Privislavitz angekommen. Und ja, wir werden jetzt hier mal auschecken, was hier so Sache ist. Weil dieser Marius ja eigentlich noch hier irgendwie rum eiern sollte. Hier sind schon Fahnen aufgehängt worden. Lebt aber, glaube ich, niemand hier. Wir reiten mal hier hoch. Hier oben muss irgendwo der Markus sein. Was war das? Wer ist das? Was bist du denn? Ah, jetzt verstehe ich alles. Was ist los? Wer bist du? Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin Heinrich. Ich dachte mir schon, euch hier zu finden. Was? Wie konntest du... Herr Divishs Lokator wird in dieser Gegend vermisst. Tja, das Glück schert sich wohl einen Dreck um ihn. Divish hätte nicht einen Narren zum Verhandeln schicken sollen. Er hat mich nicht zum Verhandeln geschickt. Ich soll das Problem aus der Welt schaffen. Oh yeah. Aus der Welt schaffen? Wir sind viele und du bist allein. Daher solltest du dir gut überlegen, wie du das aus der Welt schaffst. Lass den frei. Sofort. Oder ihr endet hier als Futter für die Krähen. Wie das Gewürm, das vor euch hier war. Schon gut, schon gut. Hey. Nur nichts überstürzen, ja? Wir ziehen dann mal weiter. Wer ist da? Friedlich. Der Kerl ist in dem Zelt dort drüben. Heilig. Ja, besser für euch. Nice. Den habe ich in die Flucht geschlagen. Nur mit Worten. Auch wenn das Abschlachten von denen vielleicht ein bisschen lukrativer gewesen wäre. In welchem Zelt? Ah, hier ist er. Sehr schön, wir haben Herr Divishs Lokator. Keine Ursache. Herr Divish hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Ich bin Heinrich aus Galitz. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divish die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divish Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt. Und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. In der Dunkelheit werde ich nicht viel sehen. Ich muss hier nächtigen. Aber ich bezweifle, dass ich nach den Ereignissen schlafen kann. Bist du dir sicher, dass hier keine Banditen mehr sind? Ja, alle weg. Sofern du nicht Angst vor Hasen hast. Komm nach dem Morgengrauen zu mir und wir sehen uns hier gemeinsam um. Ich werde dir alles erklären. In Ordnung. Alles klar. Nice. Sprich untertags mit Marius. Mach ich doch glatt. Was ich jetzt mal mache, ist hier mal noch auschecken. Ah, Schloss knacken, leicht. Jetzt nämlich, glaube ich, noch einen Haufen Zeug zu holen. Na, also das wollen wir jetzt hier noch machen. Die Möglichkeit nutzen wir. Nehmen wir jetzt auch mal alles. Dann können wir wenigstens das Lager so noch plündern. Komm schon. Ach nö. Geht doch. Könnte hier auch pennen. Ah, nee. Auf Nahrungsmittel. Alter. Ein leichtes Schloss. Alles, was leicht ist, das machen wir weg. Oh.
Ja, ist ein bisschen was drin. Nehmen wir doch glatt mal. Ein Schild. Gibt's hier irgendwie eine Kiste? Nee, ne? Was wir jetzt erstmal machen, ist Sachen in die Satteltasche verschieben. Da war echt ein Haufen Zeug drin. Also waffentechnisch muss man schon sagen, haben wir jetzt gerade ganz schön was eingesammelt. Und auch rüstungstechnisch. Ist ja krass. Neuer Shit. Jetzt habe ich denn noch so viele. Okay, gut, Nahrung habe ich jetzt halt einen Haufen. Na ja, gut, ich meine. Meine Sattheit ist jetzt nicht unbedingt groß. Na, kann man mal ein bisschen zuhauen. 96. Was habe ich denn jetzt sonst noch? Sonstiges? Ja, okay, gut. Hier wird wahrscheinlich noch einiges drin sein. Alles weg. War immer noch so verdammt viel. Ah, 1100 Beile. Ich verstehe. Okay, ich hätte gerne alles in der Satteltasche, außer ich würde sagen 40 von diesen verbesserten reicht aus. Ja, chillig. Kann ich die nämlich auch ausrüsten, dann kommen die nämlich alle weg. Der kommt weg. Die kommen weg, die kommen weg. Knüppel kommt auch weg, Fackel kommt eine weg. Jagdpfeile kommen auch alle weg. Sehr schön. Jetzt sind wir doch wieder gut aufgestellt. Und dann können wir mal die Fackel hier anlegen. Und was ich jetzt auch noch checken muss, ist, wie voll ist unser Gaul jetzt? Kurz vor komplett full. Okay, das ist ja schon ein ziemlich... Oh, guck mal, hier jetzt Gift gegeben. Naja, wir knacken jetzt mal alles, was hier ist. Also das wird wahrscheinlich eine gute Ausbeute. Zehn Dietriche, die nehme ich mal mit. Ja. Hä? Wieso haut Tobias ab? Naja, soll er abhauen. Hier scheinen wir jetzt durch zu sein. Schauen wir mal hier noch. Im näheren Umkreis. Vielleicht gibt es irgendwo was richtig, richtig Wertvolles.
In der Kirche eventuell. Nö. Hier gibt's gar nichts. Leiter benutzen. Gehen wir mal oben gucken. Ja. Wenn ich da hochkletter, komme ich ganz hoch. Vielleicht gibt es da oben noch eine Kiste oder so. Who knows? Also wir werden jetzt komplett Privislavitz. Ja, siehst du, noch eine Kiste. Wir werden jetzt komplett Privislavitz einmal noch auseinandernehmen. Weil wer weiß, was da alles noch gibt. Außerdem Levels Heimlichkeit gerade ziemlich gut. Hier gibt es niemanden, der uns auf den Sack gehen könnte. Wenn es ums Schlösserknacken geht. Was haben wir hier denn? Kohl? Nee, danke du. Den kannst du behalten. Alles leer. Okay. Ja, ja. Dann, ach guck mal, der ist schon wieder zurück. Dann gehen wir jetzt mal hier unten noch ins Lager. Hier durchsuchen wir jetzt natürlich auch alles noch. Da gibt's eine hier. Gift. Ah, cool. Das hätte ich hier finden müssen, als ich hier das erste Mal war. Dann hätten wir ein paar Gegner wahrscheinlich weniger gehabt. Ah. Na gut. Nichts drin. Hier ist was drin. Und noch eine Intrige. Oh, das gibt. Oh. Oh, so viel Zeug. Alles nehmen. Wir werden ein Problem haben. Wir werden ein überaus großes Problem haben, all das wegzubringen. Würde ich mal behaupten. Ach, guck mal, hier jetzt auch Gift gegeben. Na toll. Und eine Truhe, die zu knacken ist. Warte ab, da ist jetzt gescheite Verkleidung drin, mit der mich auch die Kumanen nicht entdeckt hätten. Irgendwie sowas, wa? Das ist doch scheiße. Dafür klaue ich es mir jetzt trotzdem noch. Okay. Wasser für einen Brunnen? Das ist schon mal geil. Ja, ich weiß, ich bin gerade überladen, kann deshalb nicht sprinten.
Ich nehme jetzt trotzdem alles mit, was geht. Schnellreise ist damit auf jeden Fall auch raus. Vielleicht werde ich außerhalb von den Aufnahmen einmal einen Ritt machen, so schwer überladen, bis nach Ratai. Ja, schwer, cool. Damit haben wir doch eigentlich alles schon eingesammelt, was es hier so geben sollte. Was ich jetzt, glaube ich, mache, ist, ich dackel da hoch, warte. Mal kurz was gucken. Naja, 10 Kilo kann ich noch rüberpacken. Das ist ja nix. Muss eventuell ein bisschen schauen, dass ich die wertvollen Sachen einfach nur mitnehme. Aber es ist halt echt ein Haufen Zeug. Und ich glaube, selbst wenn ich nur die wertvollen Sachen mitnehme, dann muss ich irgendwie ausdünnen bei 200 Gold und werde dann wahrscheinlich viel zu viele Sachen haben. Deswegen gehe ich jetzt hier hoch zu meinem Gaul. Leg mich hier irgendwo schlafen, dass es auch speichert. Haben wir schon. Legen uns hier jetzt pennen. Bis es morgen ist. Ja, komm. Wir sind kurz vor 9. 8:30 circa. Dann können wir nämlich mit dem Marius oder Tobias. Wie hieß er jetzt? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall können wir dann mit dem reden. Dann können wir das hier so ein bisschen auschecken. Und dann können wir eventuell auch direkt erstmal nach Ratai nach Möglichkeit. Und dann den Scheiß loswerden. Aber wie gesagt, eventuell muss ich dann das einfach zwischen den Aufnahmen machen, weil ich keine Schnellreise machen kann. Weil wir überladen sind. Kann ich überhaupt aufs Pferd steigen? Oh, nee. Ach, dang it. Marius, wo bist du? Ah, er steht unten. Wieso stehst du da unten? Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut. Da draußen so. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie wir jetzt weiterspielen sollen. Weil ich glaube, es gibt jetzt wieder ein paar Nebenquests, die getriggert sind, nachdem wir hier Privislavitz geklärt haben. Und ja, ihr kennt das Spiel bestimmt auch. Ist ja schon eine Ecke älter. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Begutachten wir die Gegend, um zu sehen, was man wo bauen könnte. Dann mal frisch ans Werk, oder? Mhm. Ich begleite dich. Nicht, dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein, ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? Mhm. Hat den Vorteil, dass ich jetzt nicht schneller laufe als du. Es kann sogar sein, dass du auf mich warten musst, Marius. Redest du auch? Oder bist du so ein Schweigender? Eher stillschweigend, ja? Ist fein. So, komm, wo rennst du hin?
Das wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stimmt. Alles klar. Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht mit einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche. Das wäre die ideale Stelle. Alles klar. Weiter geht's. Was hast du noch? Die alte Kirche kann wieder hervorstrahlen. Bla bla bla. Kann man aufbauen. Grundmauern stehen noch. Die Kirche steht also noch. Gut. Gut. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss. Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Habe ich mir schon gedacht. Dann erzähl mal weiter. Was gibt's hier noch? Ich habe die ganzen Rüstungsteile zum Verkaufen schon einstecken. Wie viel wird mich das hier kosten, Marius? Sag an. Billig wird das ja nicht. Wohin, Junge? Was machst du? Mensch, Marius. Marius der Stille. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Oder ein Fleischer, irgendwas. Hier gibt's einen Haufen Platz. Gibt einen Haufen Holz direkt vor der Tür. Hier müssen wir ein bisschen freischneiden. Ja. Ist echt nicht der flotteste. Ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Ja, chillig. Let's go, Marius. Brücke würde Steinbrück. Der wichtigste Weg und der Bach. Ja. Eine Brücke. Sonst noch irgendwelche offensichtlichen Dinge, die du mir hier zeigen willst? Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Mhm. Nice. Das heißt, wir wissen jetzt auf jeden Fall das, was wir vorher auch schon wussten. Hier ist ein Haufen Platz, wenn man hier ein bisschen aufräumt. Ja, du weißt schon direkt, dass hier das Marktgebäude hinkommt. Also der Händler. Ist mir klar. Jetzt laufen wir hier einmal noch durch. Da gibt es dann noch irgendwie Handwerkermöglichkeiten, dann noch das Lager an sich hinten, da gibt es auch noch ein bisschen Platz. Also hier ist schon einiges machbar. Ich kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Ja, sehe ich auch so.
trotz allem wird es Geld kosten. Laufen wir jetzt auch noch? Ja, wir laufen hier unten auch noch lang. Yay. Steinfundamente? Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Mhm. Ja, ja, sehr schön. Wir drehen um. Diese Führung durchs Dorf dauert doch etwas länger als gedacht. Gehen wir jetzt noch da hoch. Da sagst du mir dann wahrscheinlich, dass da oben ein Brunnen machbar ist. Das habe ich vorhin auch gesehen. Marius, der Verwirrte. Hier kommt eine Schenke rein. Hier ist viel Platz. Ja. Ziemlich obvious, aber okay. Gibt hier schon einen Brunnen? Ja. Besser. Sag ich doch. Sind wir jetzt bald durch? Ich habe noch einen langen Ritt vor mir. Beziehungsweise, ich muss wahrscheinlich wirklich einiges loswerden. Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Ja, finde ich auch. Perfekt, um hier saufen zu können. Ich bin fertig. Alles Nötige wurde begutachtet. Sehr schön. Dann sag mal an, Marius. Und Meister Locator? Kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem alles ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divisch? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divisch erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. Yay, wir halten die Stellung. Ja, willkommen in Pribislavitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislavitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Bisschen schlechter als du, Divisch. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Sie sahen nicht wie harte Kerle aus, also habe ich sie unter Druck gesetzt, damit sie die Flucht ergreifen. Du allein hast 4 Banditen in die Flucht geschlagen? Ja. Sie waren Grünschnäbel. Ich glaube, sie haben dann doch zu viel Respekt vor mir gehabt. Wollen wir hoffen, dass sie nicht wieder hier aufkreuzen. Und wenn schon. Da bin ich recht zuversichtlich, Herr. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislavitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können,
dass das Dorf Pribislawitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Vielen. Die dringend nötig waren. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Ja. Hier fließt ein Bach durch und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Easy. Ja, das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Dem zukünftigen, jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen. Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Dann machst du Bäume weg und schon gut. Sind allerdings nur der erste Schritt. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen. Und für mehr Bauernhöfe. Aber für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Wir haben uns umgesehen. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen könnte. Natürlich brauchen wir eine Kirche. Es wäre schön, die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Ja, das ist halt noch eine Aufgabe, ne? Ein ganzes Dorf wieder aufzubauen, muss ein Vermögen kosten. Das ist richtig. Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Wie viel genau? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. Aber ich rechne mit einigen tausend, wenn nicht gar zehntausenden Groschen. So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Natürlich müssen wir versuchen, den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Ja, das stimmt. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marius. Ja, hoffentlich erleben wir beide das noch. Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeiter nötig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Dennoch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rattay eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, aber auch Pflichten haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Oh ja. Sie können froh sein, Herr. Eine sehr gute Lösung, Herr. Der Mangel an Siedlern hat auch mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf menschenleer bleiben wird. Ja, sehr schön. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir, Heinrich? Ich werd Vogt. Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich,
Hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislavitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Da ist der Haken. Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja, aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich denke also, dass du zurechtkommen wirst. Ja, Leute verprügeln und denen ihre Sachen abnehmen. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber, Herr, ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken. Aber du wirst reich belohnt werden. Ja, das glaube ich dir. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also... Ich meine... Nice. Bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Ja, chillig. Also schön. Gut. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rattayer Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Tallenberg zuwenden. Wenn alles soweit ist, lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sind wir durch? Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Du da, halt! Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Warum bin ich jetzt ein Verbrecher? Schlösser knackst. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Buch. Hä? Pass auf, ich sag dir die... Mir blutet. Ach, du dummer Arsch, ey. Du hast für deine Verbrechen... Und da ich dir so vertraue wie einem Dieb... So, bin ich jetzt noch überladen? Ja, ich bin noch überladen. Alter. Ah, guck mal, da steht noch der Anna, aber wir müssen ja jetzt im Prinzip erstmal unseren Scheiß wegbringen. Das alles, was ich einstecken habe und was auf dem Gaul drauf ist, das muss alles weg. Da das Ganze aber wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit in Anspruch nehmen wird, weil ich keine Schnellreise machen kann. Hier. Und ich dahin laufen muss, beziehungsweise halt erstmal zum nächsten Händler. Das wäre dann theoretisch, glaube ich, der nächste Händler, der Kohle hat, ist, glaube ich, in Uschitze. Hier oben. Okay, da muss ich hinlaufen. Und wir haben jetzt diesmal auch ein bisschen überzogen, aber wir sind jetzt der Vogt von Pribislavitz. Nice. Kostet uns eigentlich erstmal nur einen Haufen Kohle und wirklich was bringen, tut es uns erst gegen Ende des Spiels. Also eigentlich ein Minusgeschäft, aber trotzdem ist ein ganz cooles, lustiges DLC. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und sonst würde ich einfach sagen, euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.